Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns nun die Stammdaten für den Bereich Produktionsplanung und Produktionssteuerung an. Wir werden wieder mit dem Material starten, wie Sie das schon gewohnt sind aus den meisten meiner Videos. Danach werden wir uns Stücklisten, Produktgruppen, den Arbeitsplatz und zuletzt den Arbeitsplan anschauen. Details zu den Prozessen, die auf Basis dieser Stammdaten durchgeführt werden, besprechen wir dann im nächsten Video. Also, lassen Sie uns starten. Als erstes schauen wir uns wieder das Material an. Dazu verwenden wir im S/4HANA-System die App Produktstammdaten verwalten. Und als Beispiel verwende ich wieder dieses Produkt DXTR 1000, also das Deluxe Touring Bike in Schwarz. Hier sehen wir jetzt dieses Produkt, sehen wieder die allgemeinen Informationen. Für die Produktion sind insbesondere die Informationen interessant, die auf Werksebene gepflegt werden. Und wir werden uns diese im Werk in Dallas angucken. Damit ich Ihnen gleich auch noch zeigen kann, welche Auswahlmöglichkeiten es bei bestimmten Feldern gibt, gehe ich jetzt hier in den Bearbeitungsmodus. Das ermöglicht mir, Ihnen dann auch zu zeigen, welche Alternativen es gibt. Also wechseln wir zu dem Werk in Dallas. Aus Sicht der Produktionsplanung und Steuerung sind insbesondere die Informationen in den Bereichen Dispositionsdaten und Prognose relevant. Was findet man in den Dispositionsdaten? In diesen Dispositionsdaten finden wir als erstes das Dispositionsmerkmal. Das Dispositionsmerkmal ist dafür verantwortlich zu steuern, wie im Rahmen der Materialbedarfsplanung dieses Produkt verwendet wird. Ja, man sieht hier, dass es eine Reihe unterschiedlicher Dispositionsmerkmalsausprägungen gibt. Für unser Material hier ist das M1 mit der Fixierungsart 1 ausgewählt. Dabei handelt es sich um die Leitteileplanung. Auf weitere Details möchte ich hier nicht eingehen. Es reicht für uns zum Verständnis, dass es hier unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Wir sehen, dass der Disponent hier noch hinterlegt ist, das ist die Person, die verantwortlich dafür ist, dieses Material zu bearbeiten im Rahmen zum Beispiel der Materialbedarfsplanung. Und außerdem sehen wir hier noch den Fixierungshorizont, der ist für unser Produkt auf 7 Tage eingestellt. Der Fixierungshorizont, den werden wir später nochmal sehen, wenn wir uns um die Bedarfe und die Materialbedarfsplanung im Detail kümmern. Der Fixierungshorizont legt fest, in welchem Zeitraum durch automatische Prozesse im SAP S/4HANA-System keine Änderung an der Planung erfolgt. Das heißt also, durch so einen Fixierungshorizont von 7 Tagen ist eben festgelegt, dass ab heute 7 Tage in die Zukunft die Planung nicht automatisch verändert wird, sondern dass es dafür immer den Zugriff eines Mitarbeiters bedarf. Als nächstes relevant sind die Losgrößendaten. In den Losgrößendaten ist hinterlegt, welches Losgrößenverfahren verwendet wird. Das ist in unserem Beispiel die exakte Losgrößenberechnung. Das heißt, es wird im Rahmen der Materialbedarfsplanung immer die exakte Menge, die auch benötigt wird, geplant. Es gibt hier weitere Möglichkeiten. Neben der exakten Losgröße kann man zum Beispiel sowas hinterlegen wie eine feste Losgröße. Das heißt, es wird immer eine gleiche Menge produziert. Oder es gibt vielleicht auch sowas wie ein Auffüllen bis zu einem Höchststand. Ja, es wird ein Maximalmaterialbestand definiert, bis zu dem eben aufgefüllt wird. Ja, und so gibt es noch eine Reihe von weiteren Losgrößen. Wir arbeiten an dieser Stelle mit der exakten Losgrößenberechnung. Das werden wir dann später auch nochmal sehen, dass eben genauso viel produziert wird, wie auch ein Bedarf besteht. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon immer davon gesprochen, dass etwas produziert wird. Die Steuerung darüber, ob ein Material eingekauft oder produziert wird, erfolgt auf Basis des Beschaffungstyps. Den sehen wir hier. Der Beschaffungstyp für dieses Deluxe Touring Bike in Schwarz ist in unserem Beispiel beide Beschaffungsarten. Das heißt, dieses Material kann sowohl produziert als auch von einem Lieferanten beschafft werden. Weitere Möglichkeiten hier ist Eigenfertigung. Dann wird ein Material nur produziert. Fremdbeschaffung, das heißt, ein Material wird nur von einem Lieferanten beschafft, oder keine Beschaffung, das heißt, es wird in der Materialbedarfsplanung nicht berücksichtigt. Zusätzlich sehen wir hier zwei Informationen, die auf die Terminierungen Einfluss haben. Wir sehen hier nämlich die Wiederbeschaffungszeit, das ist die Zeit, die bei der Terminierung für eine externe Beschaffung eine Rolle spielt, und die Eigenfertigungszeit, das ist die Terminierung der
Produktion, ja, der Eigenfertigung, und hier sind 4 Tage hinterlegt. Das heißt, dass für unser Produkt eine Fertigungsdauer von 4 Tagen angenommen wird. Diese Eigenfertigungszeit wird uns auch nochmal begegnen in dem Moment, wo wir uns im Detail angucken, wie ein Fertigungsauftrag terminiert wird. Ja, da wird die Eigenfertigungszeit nämlich verwendet. So, das sind die relevanten Daten für das Material im Bereich Dispositionsdaten. Ansonsten ist noch die Prognose relevant. Warum ist die Prognose für uns relevant? Wenn Sie sich daran erinnern, an den Prozess, den wir durchführen werden, den Produktionsplanungs- und Steuerungsprozess bei Global Bike, dann erfolgt da eine Prognose für das Material. Ja, basierend auf einer Vertriebsprognose wird produziert. Und in dem Bereich Prognosedaten ist eben hinterlegt, auf welcher Basis eine Prognose für ein Material erfolgt. Wir sehen hier, dass es einen großen Bereich gibt, allgemeine Daten, in dem das Prognosemodell ausgewählt werden kann. Das Prognosemodell ist in unserem Fall das Trendsaisonmodell. Es gibt weitere Prognosemodelle. Ja, das einfachste wäre ein Konstantenmodell. Da wird ein konstanter Bedarf von einem Material eben angenommen. Eine andere Möglichkeit wäre eine maschinelle Modellauswahl. In unserem Fall eben Trendprognosemodell. In den Folien habe ich Ihnen noch einen Link eingefügt, der Ihnen Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Prognosemodellen gibt. Details dazu finden Sie zum Beispiel auch in der SAP-Dokumentation. Was sich genau hinter den einzelnen Prognosemodellen verbirgt, für welche Arten von Produkten die geeignet sind, das geht über den Rahmen dieser Veranstaltung heraus. Deshalb werde ich darauf nicht weiter eingehen. Die Prognosemodelle können dann noch weiter parametrisiert werden. Zum Beispiel ist es in unserem Fall die Vergangenheitsperioden, die in die Prognose eingehen. Diese Informationen finden wir hier. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die Prognose basierend auf 120 Perioden in der Vergangenheit berechnet wird und für 12 Perioden in der Zukunft erzeugt wird. Perioden, welche Perioden gibt es da? In unserem Fall für unsere Produkte ist hier monatlich eingestellt. Es gibt aber auch andere Zeiträume, das kann nämlich täglich oder wöchentlich sein. Ja. In unserem Fall sind das eben Monate, das heißt, wir verwenden 120 Monate in der Vergangenheit mit dem Verbrauch der Vergangenheit, um 12 Monate in die Zukunft zu prognostizieren. Und außerdem ist das Modell, das wir verwenden, ein Trend-Saison-Modell, also da geht irgendwie eine Saisonalität mit ein, und wir haben hier auch noch hinterlegt, wie lange die Saisonalität ist. Das ist bei uns 12 Monate, also ein Jahr. Ja, also man kann sich vorstellen, dass das bei Fahrrädern ja Sinn macht. Ja, um die Weihnachtszeit werden wahrscheinlich weniger Fahrräder verkauft als im März und April, wenn die ersten schönen Tage sind und jeder auf die Idee kommt, dass er gern mal wieder Fahrrad fahren würde. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, auf welcher Basis wird denn prognostiziert? Wo kommen denn die historischen Daten für ein Material her? Das sehen wir im S/4HANA-System jetzt leider nicht direkt im Produktstamm. Deshalb wechsle ich einmal aus dieser Anwendung heraus. Und ich öffne durch einen Klick auf das Produkt die Transaktion, also die alte Applikation sozusagen, um das Material anzuzeigen. Sie sehen, das ist jetzt so eine klassische SAP-GUI-Transaktion, die hier im Web gerendert wird. Und wir schauen uns hier nur die Prognosesicht an. Auch hier müssen wir jetzt wieder festlegen, für welches Werk das gilt. Wir nehmen das Werk in Dallas. Und in dieser Sicht gibt es jetzt einen Bereich oder einen Button, mit dem wir die historischen Verbrauchswerte für ein Material uns anschauen können. Wenn ich den jetzt auswähle und dann auf den Gesamtverbrauch gehe, sehen Sie, dass in unserem System historische Verbräuche hinterlegt sind. Diese historischen Verbräuche sind manuell angelegt. Ja, wir haben natürlich in diesem SAP S/4HANA-System nicht eine Historie von mehreren Jahren Verkaufsdaten, weil das System jeden Semester für die Studierenden wieder neu aufgesetzt wird. Deswegen gibt es hier eben historische Daten, die wir manuell angelegt haben. Und Sie sehen, die gibt es halt für einen bestimmten Zeitraum, also von April 2017 bis März 2021 haben wir historische Verbräuche. Und diese historischen Verbräuche sind genau die Daten, die in eine Materialprognose eingehen. Ja, und wenn wir später uns eine
Prognose berechnen für dieses Material, zum Beispiel DXTR 1000, dann wird da genau auf diese Verbräuche zugegriffen, um eine Vorhersage für den Verbrauch in der Zukunft zu machen. Gehen wir wieder zurück zu den Produktstammdaten verwalten. Und damit haben wir eigentlich alles gesehen, was aus Sicht des Materials für die Produktionssteuerung und Beschaffung relevant ist. Das nächste Stammdatum, das wir uns jetzt anschauen, sind die Stücklisten. Dazu verwenden wir die App Stücklisten pflegen und schauen uns jetzt das gleiche Produkt, nämlich das DXTR 1000 im Werk in Dallas an. Stücklisten sind nicht nur vom Produkt abhängig, sondern sie erkennen, dass diese Stücklisten auch abhängig vom Werk sind. Ja, das macht auch Sinn, weil vielleicht in den unterschiedlichen Werken, einem in Europa, das andere in den USA, leicht unterschiedliche Stücklisten verwendet werden, um ein Material zu produzieren. Ja, es könnte zum Beispiel bei einem Fahrrad sein, dass unterschiedliche Lampen verbaut werden, um unterschiedlichen Anforderungen an der Verkehrssicherheit gerecht zu werden. In unserem Fall ist das nicht so, die Stücklisten sind gleich, ja, da ist unser System sehr einfach aufgebaut und wir schauen uns jetzt die Stückliste in Dallas an. Bevor wir uns jetzt die Stückliste dieses Fahrrads im SAP S/4HANA-System anschauen, hier aber mal so eine kleine Skizze, damit Sie sich mal vorstellen könnten, wie ist denn so ein Fahrrad aufgebaut. Ja? Das ist unser Deluxe Touring Bike in Schwarz. Ja? Sie sehen, das besteht aus verschiedenen Teilen. Da gibt es zum Beispiel den schwarzen Touringrahmen, dann gibt es irgendwie eine Bremsanlage, es gibt eine Kette und die Bauteile für die Kettenschaltung, es gibt Pedale, es gibt zwei Aluminiumräder und so weiter. Ja, Sie sehen, sehr einfacher Aufbau. In der Realität besteht ein Fahrrad sicher aus mehr Teilen, aber für unser System, um die Prozesse zu zeigen, reicht das aus. Und Sie erkennen da eben die Teile, aus denen ein Fahrrad aufgebaut ist. Außerdem habe ich Ihnen hier auch schon mal die Kürzel der Materialien in unserem System hinterlegt. Also zum Beispiel der Rahmen, Touring Bike Rahmen Schwarz, den werden wir unter TRFR 1000 finden. Touring Frame 1000. Und natürlich ist es auch wieder so, jeder von Ihnen, jeder von den Studierenden hat ein eigenes Material mit einer eigenen Stückliste, die wieder von Ihrem Kürzel abhängt, im System zur Verfügung. Also so kann man sich vorstellen, dass das Fahrrad aufgebaut ist. Wie ist das jetzt im SAP S/4HANA-System abgebildet? Wir sehen jetzt hier die Stückliste zu diesem Deluxe Touring Bike. Sie erkennen, dass diese Stückliste die verschiedenen Komponenten enthält, die wir auch gerade gesehen haben. Ja? Hier sind die Komponenten mit ihrer Beschreibung. Wir sehen zum Beispiel, dass es hier einen Rahmen gibt, dass es die Kettenschaltung gibt und so weiter. Wir sehen auch, dass es noch ein paar Dokumente gibt, die wir in der Grafik nicht gesehen haben. Da gibt es zum Beispiel ein Garantiedokument oder eine Verpackung. Zu jedem dieser Komponenten sehen wir, welche Menge benötigt wird, um dieses Fahrrad herzustellen. Also wir erkennen zum Beispiel, dass wir einen Rahmen benötigen, eine Bremsanlage, aber natürlich zwei Räder, ja, weil wir wollen kein Einrad bauen, sondern ein normales Fahrrad. Wie Sie das auch schon kennen, ja, sind die Stücklisten wieder aufgebaut mit Kopf und verschiedenen Positionen. Also auf dem Kopf der Stückliste gibt es Informationen wie um welches Material es sich handelt, für welches Werk und so weiter. Und dann haben wir eben die einzelnen Positionen. Wenn wir uns jetzt diese Position 20, den Touringrahmen, mal anschauen, dann sehen wir jetzt hier weitere Detailinformationen. Ja, wir sehen auch wieder die Komponentenmenge zum Beispiel, ja, und können uns jetzt hier weitere Details hinterlegen. Das ist für unsere Stücklisten alles nicht gepflegt. Unsere Stücklisten sind relativ einfach aufgebaut. Was sehen wir noch? Wir erkennen hier in der Stückliste noch, dass es zum einen einen Positionstyp gibt. Der Positionstyp legt fest, um welche Art von Position es in der Stückliste sich handelt. Ja. Ich wechsle nochmal in den Bearbeitungsmodus, dann können wir auch erkennen, welche anderen Positionstypen es gibt. Dazu füge ich jetzt mal eine Zelle ein. Ja. Und wir sehen, es gibt andere Positionen, die möglich sind. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie eine Textposition. Ja. Da wird einfach ein Text hinterlegt, der in der Stückliste auch erfasst wird. Oder eine Dokumentenposition, wo dann vielleicht eine Dokumentation hinterlegt ist. Das benötigen wir aber in unserem Fall nicht. Bei uns sind alles Lagerpositionen, also
Komponenten, die irgendwie auf dem Lager vorhanden sind. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass eine Komponente, nämlich dieses Aluminiumrad, hier noch ein sogenanntes Baugruppenkennzeichen hat. Was heißt das? Das heißt, dass diese Komponente selbst wieder eine Stückliste besitzt. Ja? Also, wenn wir uns dieses Touring Bike Aluminiumrad anschauen und hier auf Anzeigen klicken, dann landen wir jetzt bei der Stückliste für das Aluminiumrad. Ja? Also das Aluminiumrad selbst besteht auch wieder aus Komponenten, nämlich aus einem Reifen, einem Schlauch, der Felge und noch weiteren Teilen. Ja, also eine Stückliste ist erstmal einstufig, ja, ist eine flache Liste. Es gibt da keine Hierarchie, aber man kann Materialien, die selbst wieder eine Stückliste besitzen, verwenden und daraus lässt sich dann so eine Hierarchie aufbauen. Ja, also das sehen wir hier. Unsere Stückliste für das Touring Bike ist eigentlich eine flache Liste, die enthält jedoch ein Material, das selbst wieder eine Stückliste hat und damit kann ich so eine Hierarchie aufbauen. Das Ganze kann man sich auch in einer App anschauen. Dazu verwende ich die App Stücklisten auflösen. Und es geht jetzt wieder um unser Material DXTR 1000 im Werk in Dallas. Und wenn wir diese Stückliste auflösen wollen, dann bekommen wir die Frage, mit welcher Menge, zu welchem Datum. Ja, Stücklisten haben natürlich auch eine Gültigkeit. So eine Stückliste kann sich ändern. Ja. Es gibt eine Stückliste, die ist bis heute gültig und dann eine, die ab heute gültig ist oder ab morgen. Wir verwenden hier einfach die Standard-Eingabeparameter und lassen diese Stückliste auflösen für ein Material. Ja, und dann erkennen wir genau diese Hierarchie. Wir sehen hier eben, dass unser Deluxe Touring Bike zwei Stück dieses Aluminiumrades benötigt, um dieses Aluminiumrad hat selbst wieder eine Stückliste und damit ergibt sich aus einem Touringbike ein Bedarf für zwei Reifen, zwei Schläuchen und zum Beispiel vier Sicherungsschrauben. Also hier erkennen wir jetzt den hierarchischen Aufbau von so einer Stückliste, der daher kommt, dass mehrere flache Stücklisten miteinander verknüpft sind. Und wenn wir dann weiter nach unten scrollen, dann sehen wir die restlichen Elemente, die wir auch vorher schon gesehen haben. Also über Stücklisten auflösen können wir uns die Hierarchie einer Stückliste auch an einem Stück angucken. Ja, und natürlich sind die Stücklisten, die wir hier verwenden, extrem einfach für unser Beispielsystem. In der Realität können Stücklisten extrem kompliziert werden. Ja. Stellen Sie sich einfach mal so eine Stückliste vielleicht für einen Jumbo vor, ja, der aus mehreren Millionen Teilen besteht. Da geht es noch um die Luftfahrt mit sehr engen Anforderungen, was Nachverfolgbarkeit von der Produktion, von der Wartung betrifft. Ja, und dann sehen Sie schon, dass so eine Stückliste eine ganz andere Komplexität entwickeln kann als das, was wir hier sehen. Auf Basis der Stücklisten wissen wir jetzt, aus welchen Komponenten eines unserer Materialien besteht. Das nächste Stammdatum, das wir uns im Rahmen der Produktionsplanung und Steuerung anschauen, sind die Produktgruppen. Dazu wechseln wir wieder zuerst auf das Miroboard. Hier sehen Sie den Aufbau exemplarisch der Produktgruppen bei Global Bike. Produktgruppen bestehen aus Komponenten, ja, und diese Komponenten können entweder Produktgruppen oder Materialien sein. Was heißt das? Zum Beispiel befinden sich die verschiedenen Deluxe Touring Bikes, die Global Bike herstellt. Das ist das DXTR 1000, 2000 und 3000, also das Deluxe Touring Bike in Schwarz, Silber und Rot, in einer Produktgruppe der Deluxe Touring Bikes. Die Produktgruppe der Deluxe Touring Bikes ist zusammen mit der Produktgruppe der Profi Touring Bikes in der Produktgruppe der Touring Bikes. Ja, also unsere Touring Bikes enthalten Profi und Deluxe Touring Bikes. Ja, und die Mountain Bikes und die Touring Bikes befinden sich zusammen in der Produktgruppe der Bikes. Also so sehen wir, dass die Produkte, die Global Bike herstellt, in einer Hierarchie zusammengefasst sind. Ausgehend von den Bikes kann ich eben unterscheiden in Mountain- und Touring-Bikes und auch die Touring-Bikes sind wieder aufgespalten. Für jede dieser Produktgruppen gilt, dass die einzelnen Komponenten, ja, zum Beispiel die Materialien oder andere Produktgruppen, mit einem bestimmten Anteil in der Produktgruppe enthalten sind. Das gucken wir uns gleich nochmal im System an. Das Ganze ist dann die Basis für die Vertriebsplanung. Ja. Man kann eben nicht nur auf Basis des einzelnen Materials planen, sondern
und das werden Sie auch im Rahmen des Praktikums für die Fallstudie tun, auf der Ebene einer Produktgruppe. Also ich kann zum Beispiel planen den Absatz aller Deluxe Touring Bikes. Ja, oder ich könnte planen den Absatz aller Touring Bikes und dann später diese Planung disaggregieren auf die Ebene der einzelnen Materialien. Schauen wir uns jetzt die Produktgruppe im System an. Senden wir dazu die App Produktgruppe anzeigen. Ich muss jetzt den Namen der Produktgruppe eingeben. Die fangen in unserem Beispielsystem alle mit PG an. Also gucken wir uns zuerst mal die Produktgruppe der Deluxe Touring Bikes wieder in dem Werk in Dallas an. Und hier sehen wir genau das, was ich Ihnen gerade auch grafisch gezeigt habe. Ja, die Produktgruppe der Deluxe Touring Bikes besteht eben aus den Mitgliedern Deluxe Touring Bike Schwarz, Silber und Rot. Und wir sehen hier insbesondere in welchem Anteil. Also 40% Schwarze, 30% Silberne und 30% Rote. Diesen Anteil werden wir nochmal wiedersehen, wenn wir uns im Prozess angucken, wie aus der Prognose für eine Produktgruppe die Prognose der Einzelmaterialien berechnet. So, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns jetzt noch die Produktgruppe der Touring Bikes an. Dies müsste dieses Kürzel haben. Ja, und hier sehen wir jetzt eben eine Produktgruppe, die nur aus Produktgruppen aufgebaut ist, ja, die als Mitglieder nur Produktgruppen enthält. Und da haben wir jetzt zum Beispiel in der Produktgruppe der Touring Bikes Deluxe Touring Bikes mit einem Anteil von 70% und die Profi Touring Bikes mit einem Anteil von 30%. So viel zur Produktgruppe. Ein relativ einfaches Stammdatum werden wir wieder sehen, wenn wir analysieren, wie aus einer Prognose der Bedarf für ein einzelnes Material berechnet wird. Was brauchen wir noch zum Produzieren? Zum Produzieren brauchen wir noch einen Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist auch ein Stammdatum im SAP S/4HANA-System. Schauen wir uns gleich im System an. Zuvor noch ein Hinweis, wie diese Produktion aufgebaut ist bei Global Bike, dass Sie auch die Abbildung in den Stammdaten besser verstehen können. Also, was ist erstmal ein Arbeitsplatz? Ein Arbeitsplatz ist ganz allgemein ein Ort, an dem Vorgänge im Rahmen der Produktion durchgeführt werden. Das kann eine einzelne Maschine sein, das kann ein Montagearbeitsplatz sein, das kann aber auch eine ganze Fertigungsstraße oder eine Person sein. Ja, das hängt davon ab, wie detailliert die Abbildung im SAP ERP oder im SAP S/4HANA-System erfolgen muss, um eine ausreichende Planungsgenauigkeit zu erreichen. Bei Global Bike sieht das jetzt folgendermaßen aus, dass es drei Arbeitsplätze gibt, die auch entsprechend im SAP S/4HANA-System abgebildet sind, nämlich Fertigung, Endkontrolle und Verpackung. Hier habe ich Ihnen gleich auch die Kürzel hinzugeschrieben. Also es gibt den Arbeitsplatz ASSY1000, Assembly 1000. Das ist der Arbeitsplatz zur Produktion. Dann gibt es noch die Inspektion zur Endkontrolle und einen Arbeitsplatz für die Verpackung. An der Stelle ist es ausnahmsweise so, dass nicht für jeden von Ihnen, für jeden Studierenden, ein eigener Arbeitsplatz, Endkontrolle und Verpackung im System erzeugt ist, sondern es gibt tatsächlich nur diese drei. Also die Assembly, Inspection und Packaging gibt es nur mit dem Kürzel 1000, die gibt es nicht mit der Endung, die Ihrem Kürzel des Users entspricht. So, was wir jetzt aber allerdings noch sehen hier ist, dass unterhalb dieser Arbeitsplätze ich jeweils nochmal sowas geschrieben habe wie Arbeitsplatz 1, 2, 3. Was ist der Grund dafür? Diese Arbeitsplätze bei Global Bike sind so aufgebaut, dass drei Personen gleichzeitig dort arbeiten können. Ja, zum Beispiel in der Fertigung, ja, wenn Sie sich vorstellen, wie so ein Fahrrad hergestellt wird, das wird auf einen Montageständer gehängt, ja, dann werden die Reifen und den Sattel dran geschraubt. Da gibt es eben drei dieser Montageständer. Es gibt dreimal das notwendige Werkzeug. Also dieser Arbeitsplatz hat eine Kapazität von drei. Und das sehen Sie hier. Ja. Dadurch, dass dieser Arbeitsplatz sozusagen dreimal identisch vorhanden ist, müssen wir nicht den Arbeitsplatz als Stammdatum im System dreimal anlegen, sondern wir machen das einmal und geben dem eine Kapazität von drei. Das heißt, im Rahmen von der Produktion, werden wir auch später sehen, können entweder drei Personen gleichzeitig an einem Auftrag arbeiten, ja, drei Personen produzieren gleichzeitig Deluxe Touring Bikes, oder es können auch eine Person produziert Deluxe Touring Bikes, die andere produziert Profi Touring Bikes. Ja, das können wir dann im Rahmen der Planung, kann das entsprechend gesteuert werden. Aber wichtig zu verstehen, damit Sie gleich auch nachvollziehen können, warum die Daten im System so abgebildet sind, ist,
dass es den Fertigungsarbeitsplatz aus Systemsicht einmal gibt mit einer Kapazität 3, aber in unserem Werk in Dallas gibt es eigentlich 3 identische Arbeitsplätze. Ja? Und das trifft für die ganze Produktion zu, das ist bei der Endkontrolle und der Verpackung eben genauso. So, schauen wir uns jetzt die Arbeitsplätze im System an. Dazu verwenden wir die App Arbeitsplatzanzeigen. Und den Arbeitsplatz zur Produktion, den Assembly 1000. Die erste Sicht, die wir hier sehen, sind die Grunddaten. In den Grunddaten sehen wir zum einen die Arbeitsplatzart. Die Arbeitsplatzart ist in unserem Fall ein Personenarbeitsplatz. Wenn man mal guckt, welche Arbeitsplatzarten es gibt, dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Maschinen oder Fertigungslinien. Ja, das ist eben die Ebene, auf der geplant wird. Außerdem sehen wir hier, es gibt einen Vorschlagswertschlüssel. Über den Vorschlagswertschlüssel ist gesteuert, welche Parameter wie Rüstzeit, Maschinenzeit und Personenzeit wir später pflegen können. Und dann habe ich gerade noch vergessen, die Planverwendung. Ja, hier ist alle Plantypen, also dieser Arbeitsplatz kann in allen möglichen Arbeitsplänen verwendet werden. Unter den Vorschlagswerten finden wir dann, welche Maßeinheiten für die verschiedenen Parameter wie Rüstzeit, Maschinenzeit und Personalzeit verwendet wird. Das sind in unserem Fall die Minuten. Und dann kommen wir auf den wichtigen Teil, das sind die Kapazitäten. In den Kapazitäten sind jetzt Formeln hinterlegt, über die berechnet wird, wie lange bestimmte Aufgaben dauern. Ja. Wir sehen jetzt hier verschiedene Formeln, nämlich zum Beispiel 05, 07 oder 008. Das sind eben Formeln, die im Rahmen der Einrichtung des Systems festgelegt wurden. Ja, hier sind jetzt Standardformeln von SAP verwendet und diese Formeln werden verwendet, um zum Beispiel den Bedarf an Rüstzeit oder den Bedarf an Eigenfertigungszeit zu berechnen. Wie sehen diese Formeln jetzt aus? Ich wähle jetzt hier diese Formel 007, Bedarf an Personenzeit, aus. Und wenn wir hier auf die Brille schauen, dann können wir uns die Formel anschauen. Ja. Die Personenzeit, die benötigt wird, ergibt sich aus der Personalzeit mal der Vorgangsmenge durch die Basismenge. Das heißt also, wenn, das werden wir später sehen, im Arbeitsplan gepflegt ist, dass ein Schritt 10 Minuten dauert, ja, für ein Stück und es sollen 10 Stück produziert werden, dann heißt das eben, Personenzeit ist 10 Minuten mal Vorgangsmenge ist 10, sind 100 Minuten. Wenn die Basismenge 1 ist, dann wäre der Bedarf an Personenzeit 100 Minuten. Schauen wir uns aber später anhand von einem Beispiel nochmal an. Das Schöne ist hier, diese Formeln, ja, die sind ja natürlich ein bisschen schwierig zu handeln. Man kann diese Formeln aber auch testen. Ja. Da muss man bestimmte Werte eingeben, zum Beispiel die Vorgangsmenge. Nehmen wir mal das Beispiel von eben, 10. Die Basismenge soll 1 sein. Und jetzt können wir verschiedene Zeiten eingeben. Nehmen wir mal Rüstzeit von 2 Minuten und eine Personenzeit von 5 Minuten. Und wenn wir jetzt diese Formel testen, dann sehen wir, diese Werte würden für die Kapazitätsart 002, also für die Person, dazu führen, dass wir einen Rüstbedarf von 0,033 haben. Das ist jetzt auf Stundenbasis. Bearbeitungszeit von 0,83 Stunden, ja, und einen Gesamtbedarf von 0,867 Stunden. Ja, machen wir vielleicht mal ein paar Parameter, die nicht auf so ganz krumme Werte kommen, ja. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir 60 Stück produzieren wollen und die Arbeitszeit pro Person 2 Minuten ist. Ja. Dann kommen wir ganz überraschenderweise jetzt natürlich zu einem Gesamtbedarf von 2 Stunden. Also die notwendigen Kapazitäten für die Bearbeitung an diesem Arbeitsplatz werden über Formeln hinterlegt. Die Frage, die sich jetzt ja noch stellt, ist, welche Kapazität ist denn an diesem Arbeitsplatz überhaupt vorhanden? Und dies zeigen wir uns an, indem wir auf die Kapazität auf Kopfebene springen. Und da sehen wir jetzt, dass dieser Arbeitsplatz ein bestimmtes Kapazitätsangebot hat. Ja? Dieser Arbeitsplatz Assembly hat für die Kapazitätsart 002, das ist für die Person, folgendes Standardangebot an Kapazität zur Verfügung. Es gibt hier
den Arbeitsbeginn um 8 Uhr, das Arbeitsende um 17 Uhr und insgesamt eine Pausendauer von einer Stunde. Das ergibt eine Kapazität von 8 Stunden pro Arbeitstag für diesen Arbeitsplatz. Wir sehen jetzt hier, dass dieser Arbeitsplatz zu 100% genutzt werden kann. Ja, also es gibt keine Ausfallzeiten. Ja, man könnte zum Beispiel, wenn man vielleicht auf Basis, weil es immer mal wieder eine Reparatur gibt oder weil sich ein Werkzeug abnutzt, hier auch einen Nutzungsgrad geringer als 100% einstellen, ja, dann würde sich aus der möglichen Einsatzzeit eine geringere Kapazität ergeben. Außerdem sehen wir hier noch die Anzahl der Einzelplatzkapazitäten. Und das ist genau das, was ich in der Grafik dargestellt habe. Ja, dieser Arbeitsplatz gibt es bei Global Bike eigentlich dreimal identisch. Und somit kommen wir zu einer Gesamtkapazität für den Arbeitsplatz Assembly von 24 Stunden an einem Arbeitstag. Ja, und das ergibt sich natürlich aus diesen 8 Stunden mal 3 Einsatzkapazität geteilt durch den Nutzungsgrad, der ist 100%, also 24 Stunden. Was uns da noch fehlt, ist die Sichtterminierung. Ja, auch für die Terminierung gibt es wieder Formeln, die hinterlegt sind. Hier gibt es zum Beispiel Formeln wieder für die Terminierung des Rüstens, des Bearbeitens und der Eigenbearbeitung. Auch hier sind jetzt wieder Standardformeln verwendet. Wir können uns die mal anschauen. Ja, die Dauer des Rüstens ist einfach die Rüstzeit. Und die Dauer der Bearbeitung ist bei uns jetzt anders als in der Kapazität, ja. Hier kommt noch zusätzlich die Vorgangssplits mit rein. Das werden wir kennenlernen, wenn wir uns das Detail zu dem Fertigungsauftrag angucken in einem späteren Video. Für jetzt reicht es aus zu verstehen, dass hier eben Formeln gibt, die die verschiedenen Zeitdauern im Rahmen der Terminierung berichten. Und die Kapazitätsbasis, die verwendet wird für die Terminierung, ist hier diese Schicht, die Tagesschicht, das ist das, was ich Ihnen zuvor auf der Kopfebene gezeigt habe. Und der letzte Reiter, den wir uns dann jetzt noch angucken für den Arbeitsplatz, ist der Reiter Kalkulation. Auch in der Kalkulation, in der Produktkostenkalkulation zum Beispiel, wird dieser Arbeitsplatz verwendet. Und man sieht jetzt hier auch nochmal, wie dieser Arbeitsplatz zum Beispiel mit einer Kostenstelle verknüpft ist. Details zur Kostenstelle werden wir im Rahmen der Vorlesung zum Finanzwesen und Controlling kennenlernen. Ja. Dafür werde ich allerdings kein Video machen. Im Rahmen meiner Vorlesung ist das in der Reading Week. Also Sie müssen sich das selbst erarbeiten. Was Sie hier aber sehen, ist, auf welche Leistungsarten, in unserem Fall ist das Labor, also Arbeit, die verschiedenen berechneten Dauern für Risszeit und Personenzeit gebucht werden. Weiter will ich dahin aber nicht eingehen. Ja. Wichtig für uns, für die weitere Betrachtung aus Sicht der Produktionsplanung und Steuerung sind eben die Kapazitäten, die wir gesehen haben mit den Formeln und die Terminierung. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Stammdatum im Rahmen der Produktion und das ist der Arbeitsplan. Um den Arbeitsplan anzuzeigen, verwenden wir die App Arbeitsplan anzeigen. Hier machen wir das wieder zum Stichtag für unser Material DXTR im Werk in Dallas zu heute. Was stellt der Arbeitsplan dar? Der Arbeitsplan zeigt eben, welche Schritte notwendig sind, um ein Material zu produzieren. Schauen wir uns das mal an. Wir sehen jetzt hier, dass der Arbeitsplan auch aus unterschiedlichen Schritten besteht. Das sind die sogenannten Vorgänge. Hier gibt es 11 Stück, nummeriert von 10 bis 110. Wir sehen, dass diese Schritte an unterschiedlichen Arbeitsplätzen durchgeführt werden. Die ersten Schritte finden an unserem Produktionsarbeitsplatz statt. Dann gibt es einen Arbeitsschritt an dem Inspektionsarbeitsplatz und dann 3 Schritte an dem Verpackungsarbeitsplatz. Jeder dieser Schritte ist beschrieben. Es fängt damit an, dass zum Beispiel das Material bereitgestellt wird, Material Staging. Danach wird der Sattel am Rahmen festgebaut, danach wird die Lenkstange festgebaut und so weiter, bis schlussendlich das Fahrrad verpackt und in das Lager verbracht wird. Wir sehen jetzt außerdem, auf welche Basismengeneinheit sich das jeweils bezieht. Also, Basismengeneinheit, erinnern Sie sich, hatten wir in den Formeln vorher auch gesehen. Basismengeneinheit für Material Staging, also das Material für die Produktion vorzubereiten, ist 15. Es wird eben immer genug Material vorbereitet, um 15 Fahrräder zu produzieren. Alle weiteren Mengeneinheiten sind dann jeweils 1 und die Fahrräder ins Lager bringen erfolgt auch wieder mit 15 Stück. Und für jeden dieser Schritte ist jetzt eben hinterlegt,
welche Rüstzeit, Maschinenzeit und Personalzeit notwendig ist. Wo kommen diese Parameter her? Das haben wir gesehen bei unseren Arbeitsplätzen. Ja, da konnten wir diese eben festlegen. Rüstzeit haben wir erstmal keine, nur bei dem Testen des Fahrrads. Da ist die Rüstzeit 2 Minuten, sonst sind die Rüstzeiten 0. Die Maschinenzeit ist immer 0. Die kritische Zeit ist in unserem Fall, für unserem Beispiel, immer die Personenzeit. Das heißt, das Vorbereiten des Materials dauert 10 Minuten. Ja, das Anbauen des Sattels 1 Minute. Das Vorder- und Hinterrad anbauen 5 Minuten und schlussendlich das Material, die fertigen Fahrräder ins Lager bringen, dauert auch wieder 5 Minuten. Diese Zeit, die wir hier sehen, ja, diese Personenzeit, bezieht sich natürlich immer auf diese Basismenge. Das heißt, die Dauer von 10 Minuten Personenzeit für den Schritt 10 bezieht sich auf 15 Fahrräder. Das heißt, da werden die Materialien für 15 Fahrräder vorbereitet. Wenn wir uns im Gegensatz dazu das Anbauen des Vorder- und Hinterrads anschauen, das dauert 5 Minuten. Das bezieht sich nur auf ein Fahrrad. Also für jedes Fahrrad brauchen wir 5 Minuten, um das zu tun. Das zeigt eben die notwendigen Schritte zur Produktion. Außerdem gibt es dann im Arbeitsplan noch die Allokation. Die Allokation zeigt an, welche Materialien in welchem Schritt benötigt werden. Ja, da kommt jetzt wieder die Stückliste ins Spiel. Der Arbeitsplan bezieht sich auf eine Stückliste. Das ist die Stückliste, auf der er sich bezieht. Und jetzt werden die Materialien der Stückliste den einzelnen Schritten zugeordnet. Zum Beispiel ist hier dieses Aluminiumrad, Position 10 in der Stückliste, unserem Vorgang mit der Nummer 40 zugeordnet. Jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Was ist der Vorgang mit der Nummer 40? Den sehen wir hier. Das ist das Anbauen der Fahrräder. Und so spielt das eben zusammen. Ja, jetzt in jedem Schritt, der bezieht sich auf Materialien aus der Stückliste. Für uns ist das auch wieder relativ einfach aufgebaut in unserem System. Ja, da ist die Allokation eigentlich so, dass zu jedem Schritt quasi ein Material gehört. Ja, in der Realität kann das natürlich sehr viel komplexer sein. An der Stelle noch ein Hinweis in Ihrem Für Ihre Materialien, wenn Sie sich das jetzt in unserem System angucken, sieht das noch nicht so aus, weil das Teil der ersten Fallstudie ist. Da werden Sie genau diese Zuordnung auch vornehmen und sagen, welche Materialien gehören zu welchen Schritten im Rahmen des Arbeitsplans. Damit haben wir jetzt einmal alle Stammdaten gesehen, die notwendig sind zur Produktionsplanung und Steuerung. Um das Ganze einmal zusammenzubringen, schauen wir uns jetzt auch noch mal einen Fertigungsauftrag an. Ja, ein Fertigungsauftrag ist jetzt das Bewegungsdatum zur Steuerung der Produktion. Ich habe hier schon mal einen angelegt. Ja, wir sehen, der bezieht sich jetzt wieder auf dieses Deluxe Touring Bike hier. Es gibt eine offene Menge von 20 Stück, also 20 Stück sollen produziert werden. Wir können uns das auch hier im Detail mal anschauen, wenn wir in die Detailsicht navigieren. Und da bekommen wir gleich mal eine Warnung. Ja, hier gibt es Fehlteile. Ja, also nicht alle Teile, die notwendig sind zum Produzieren, sind vorhanden. Es fehlen uns hier eine bestimmte Komponente. Aber darauf will ich erstmal gar nicht eingehen, sondern will Ihnen eben mal zeigen, wie das zusammenspielt. Ja, dieser Fertigungsauftrag wird zu einem bestimmten Zeitpunkt angelegt. Dann bezieht er sich auf eine Stückliste. Die Stückliste sind die Komponenten, die wir hier sehen. Ja, wir sehen hier in unserem Beispiel sind die notwendigen Komponenten nicht verfügbar. Ja, die sind alle gelb oder rot. Ja, gelb heißt bestätigt, aber nicht verfügbar. Rot heißt, dass dieser Bedarf ungedeckt ist. Na, also wir müssten uns hier noch darum kümmern, dass die entsprechenden Materialien rechtzeitig zur Verfügung sind. Aber das Ganze ist sowieso eigentlich schon zu spät. Ja, der Fertigungsauftrag ist in der Vergangenheit. Den wird man sowieso nicht mehr rechtzeitig produzieren können. Es geht mir einfach hier darum, um nochmal den Auftrag zu zeigen. Und außerdem sehen wir jetzt hier auch unseren Arbeitsplan. Die Schritte, die wir gerade gesehen haben, sind eben auch im Fertigungsauftrag vorhanden und wir können das nutzen, um später den Bearbeitungsfortschritt nachzuvollziehen. Ja, welche Schritte sind denn schon erfolgt und welche sind noch offen? Und das ist nochmal ganz wichtig. Dieser Fertigungsauftrag bringt eben den Arbeitsplan und die Stückliste zusammen. Das habe ich Ihnen auch hier nochmal im Miroboard dargestellt. Ja, der Fertigungsauftrag, in dem Moment, wo wir ein Material fertigen, dann werden die Info aus dem aktuell gültigen Arbeitsplan und aus der aktuell gültigen Stückliste in den Fertigungsauftrag kopiert. Und das ist dann die Info, die benutzt wird zum Produzieren.
Auf dem Fertigungsauftrag passiert natürlich noch eine ganze Reihe mehr. Ja, der Fertigungsauftrag wird terminiert. Wir haben gesehen, es wird die Verfügbarkeit geprüft. Da hatten wir gerade diese Warnung und dann wird der Fertigungsauftrag freigegeben. Das alles schauen wir uns in dem nächsten Video an. Jetzt haben Sie einmal gesehen, alle Stammdaten, die benötigt werden zu einer Produktion. Ich habe Ihnen einmal kurz einen Fertigungsauftrag gezeigt, wie das aussieht. Damit haben Sie jetzt das notwendige Wissen, um die Fallstudie zu bearbeiten. Das war's dann für dieses Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.